Die Frauen der Fußballabteilung des TSV Alemannia Freiburg-Zerring freuen sich auf das Pokalfinale am kommenden Mittwoch, den 25.05.2022 gegen den Hegauer FV. Das Trainerteam Marc Grundlach und Laurent Schorsch sind voller Freude auf das Pokalfinale. Für den Trainer und Teammanager Laurent Schorsch ist der Hegauer FV der klare Favorit und ein großer Brocken zum Pokalgewinn. Dennoch gibt sich Schorsch kämpferisch und erwartet von seinen Spielerinnen vollen Einsatz. Und so schätzt der TSV-Macher die aktuellen Chancen für sein Team ein. Also aufgeregt im positiven Sinne. Es ist ein erstmaliges Erlebnis für die Alemannia, Verbandspokalfinale bei den Frauen. Halbfinale gab es schon vor ein paar Jahren, aber Finale ist jetzt das erste Mal. Ja, wir freuen uns alle total drauf. Also auch schon im Bus am Sonntag, als wir nach Dettenang gefahren sind, nach der Hinfahrt, ging es schon im Prinzip hauptsächlich darum, ja, wie sieht es da aus und wer ist dabei und wann fahren wir los und wie sieht es auch mit den Bussen. Also im Prinzip genau, positive zugestimmt auf das Ganze. Ja, also wir haben sie schon zweimal in der Liga diese Saison gehabt, zuletzt eben dort in Welching, wo wir jetzt auch unsere Pokalfinale haben, haben 2-2 dort gespielt. Eine sehr erfahrene Mannschaft, die haben auch sehr gute, talentierte Spielerinnen dabei, auch ehemalige Bundesligaspielerinnen am Start. Also ja, würden wir schon sie als Favoriten da sehen. Die sind auch aktuell in der Tabelle Top 3 in der Oberliga, wollten zwar nicht aufsteigen, aber hätten eigentlich das Zeug dazu. Wir gehen da ein bisschen mit dieser Underdog-Gefühl dahin, wobei wir im Endlich damit auch gut klarkommen. Und ja, also wir sehen uns auch da Chancen. Wir rechnen uns auch ein paar Chancen. Jetzt muss man einfach mal auf dem Platz liefern und hoffen, dass die Kulisse dann mitmacht. Ihr wollt mit nach Hegau und das absolute Highlight nicht verpassen? Dann meldet euch an und fahrt am kommenden Mittwoch, den 25.05.2022 mit der TSV-Karawane an den Bodensee. Es gibt noch freie Plätze in den Bussen. Wo ihr euch anmelden könnt, das verratet euch Laurent Schorsch. Mitfahren kann man, 25. eben am Start vom Bürgerhaus in Zering. Busfan ab 17 Uhr, leg mal los. Ihr könnt euch davor erstmal bei uns melden über die E-Mail-Adresse pokal@frauenfußball-zering.de oder direkt über die Homepage schauen und nach mir schauen. Dann gibt es Kontaktdaten. Wir planen erstmal 2 Doppeldecker, das heißt, wir rechnen mit 140 Leute, die da mitfahren können, mit der Mannschaft zusammen zurück. Ich glaube, das kann das beste Fest werden, was wir je erlebt haben. Zwar auswärts, aber wir machen das Fest, wo wir sind. Und alles andere sieht man dann. Also, wir haben noch Platz. Wir freuen uns auf Unterstützung.